und herzlich willkommen zurück zu FIFA 14 Ultimate Team und zwar zur vierten Folge. Und ihr seht schon, wir haben jetzt endlich FIFA 14, beziehungsweise ich habe es mir jetzt endlich gekauft. Ja, endlich ist es soweit. Die letzten drei Folgen mussten wir ja noch in der Web-App irgendwie so ein bisschen rumgammeln, rumdümpeln. Jetzt haben wir die Chance hier auch FIFA 14 ganz normal zu spielen, also die ganz normale Vollversion zu spielen und ja, auch auszuprobieren. Ich bin gespannt, wie es läuft, weil, wird mein erstes Spiel gleich sein. Ich werde gleich, habe ich jetzt auch gerade schon gesagt, ein Spiel spielen mit einem meiner Teams und ja, mal sehen, wie ich mich da schlagen werde. Ich bin sehr gespannt. Aber als erstes kriegen wir direkt den Vorschlag, unseren Verein zu benennen. Haben wir natürlich eigentlich schon gemacht oder habe ich schon gemacht. Aber da es eine Manageraufgabe ist, was es ist, kann ich gleich nochmal kurz erklären. Mache ich das einfach mal kurz, weil es sich einfach gerade sich so anbietet. Werde ich meinen Vereinsnamen ändern und hier sieht man auch schon die Manageraufgaben. Es gibt nämlich 13 verschiedene Manageraufgaben. Wenn man die alle erledigt, kriegt man ein Goldset geschenkt oder als Geschenk, als Belohnung dafür, dass man das alles geschafft hat. Eine Aufgabe habe ich schon gemacht, das war vorhin oder eben gerade, wo ich das ausprobiert habe, habe ich schon einen Spieler hier auf dem Transfermarkt angeboten, sieht man hier, weil da oben jetzt auch steht, abgeschlossen. Und dann werde ich, wie gesagt, erstmal den Vereinsnamen ändern. Muss ich eigentlich nichts groß machen, ich habe eigentlich das hier schon beides gemacht. FC Whiskey 2013 ist eigentlich ein ganz guter Name. Und FCW ist die Abkürzung dafür. Und ja, ich weiß nicht, ob ich 2013 ist, glaube ich, nicht so wichtig. Vielleicht kann ich das mal nochmal rausnehmen. Lass ich das einfach mal draußen. Heißt der Vereinsname nur FC Whiskey. Ich denke, das ist auch noch ganz okay. Und die Abkürzung ist dann trotzdem FCW. Und ja, dann bestätigen wir direkt den Vereinsname. Und ich denke mal, dann haben wir, genau so ist es nämlich auch, diese Aufgabe auch erfüllt. Hier Nummer 12 ist es jetzt, weil die nach hinten gestellt wird, wenn sie erfüllt wurde. Und wir müssen jetzt noch 11 andere Aufgaben machen. Wir können einmal kurz gucken, was es ist. Erste Partie in einem Turnier bestreiten, Saisonspiel bestreiten, ein Objekt auf dem Transfermarkt kaufen, gegen das Team der Woche antreten, Vertragsobjekt anwenden, Fitnessobjekt anwenden, ein Chemiestilobjekt anwenden, Vereinstrikot ändern, Vereinsball ändern, Vereinswappen ändern, Vereinsstadion ändern. Und das sind doch die 11 Dinger, die wir machen müssen oder die 11 Aufgaben. Mal sehen, ich denke, wir werden die im Laufe des Let's Plays auf jeden Fall schaffen, denke ich auch schon in den nächsten Folgen. Und ich gucke nochmal, was das hier mit den Tutorials auf sich hat. Ich glaube aber, da kommt man noch gar nicht hin. Nee, ihr seht es hier oben, neben Aufgaben steht Tutorials. Ich weiß leider nicht genau, was das jetzt ist, ob da ein kleines Tutorial gebracht wird, wie vielleicht Ultimate Team funktioniert oder so. Ah, mit RT, okay. Hier kann man sich wahrscheinlich nochmal die Tutorials angucken, wie man bestimmte Sachen macht. Aber ich mache jetzt mal zurück. Und ich führe euch einmal kurz durch das Menü so ein bisschen, was es hier so in Ultimate Team neuerdings gibt. Hier, denke ich, kennt ihr auch schon aus FIFA 13, nämlich die besten Listen. Die Freunde werden da sozusagen hintereinander aufgelistet und geguckt, wer besser ist. Hier ist das Team of the Week, das Team der Woche, denke ich, auch relativ bekannt aus FIFA 13. Dann kann man hier auf den Spielen-Button gehen. Und da gibt es natürlich auch die altbewährten Modi. Einmal den Einzelspieler-Modus, nämlich der, nicht online, also der Offline-Modus hier, Einzelspieler in der Saison. Hier ist das gleiche in Online, also eine Online-Saison, denke ich, auch bekannt. Das Besondere ist, dass es jetzt hier 10 Ligen gibt und nicht nur 5, genau wie hier auch beim Einzelspieler, also beim Offline-Modus. Gibt es jetzt 10 Ligen, das heißt viel mehr Möglichkeiten hier, sich einzustufen und auch zu gucken, wo man so steht. Und natürlich auch, bessere Möglichkeiten hier Spiele zu spielen, weil man halt sozusagen ein Ziel hat und das ist wirklich in Liga 1 zu kommen. Dann gibt es hier natürlich auch, wie in FIFA 13, ganz standardmäßig, die Einzelspieler-Turniere und die Online-Turniere. Jeweils mit Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Dann das Team der Woche, hat man, glaube ich, eben schon gesehen. Und man sieht ja auch unten links immer, wird immer ein Spieler eingeblendet. Finde ich auch ganz gut, dass man alle Spieler mal so ein bisschen von nahen sehen kann. Und dann hier wieder neu eingeführt bei FIFA 14 die Online-Einzelspiele. Heißt, man kann einfach sozusagen, wenn man sein Team testen möchte, ohne irgendwie, dass es für irgendwie irgendwas wert ist oder dass man sozusagen ein Spiel dafür vielleicht verliert, kann man einfach sein Team hier testen, wenn man überhaupt nicht weiß, wie es sich so anfühlt, und einfach mal ein Spiel spielen, ohne dass es gewertet wird, also ganz normales Freundschaftsspiel in dem Fall. Und Spiel gegen Freund, Team ist, denke ich, auch ganz standardmäßig dabei und natürlich auch online. Online bedeutet, dass man halt gegen den Freund an sich spielt und Team heißt einfach, dass man gegen sein Team spielt, also dass das Team sozusagen als CPU gegen einen selber spielt. Und dann gibt es natürlich die Mannschaften, die beiden Mannschaften, die ich jetzt im Moment habe, habe ich auch schon in den letzten Folgen so ein bisschen zusammengestellt, speziell jetzt in den letzten beiden Folgen. Teamauswahl natürlich, kann man seine Mannschaften auswählen und die Manageraufgaben habe ich ja eben auch schon vorgestellt. Dann gibt es den Shop, auch denke ich bekannt aus FIFA 13, mit meinen Sets, wo ich schon wieder 4 Stück habe. Ich denke mal, ich werde die am Ende der Folge wieder öffnen. Dann kann man hier auch direkt
wieder nach Team of the Week. Also das ist fast auf jeder Seite, glaube ich, vorhanden, dass man auch wirklich sieht, wer hier im Team of the Week ist, weil das natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und dann natürlich die Transfers, einmal den Transfermarkt, wo man jetzt übrigens auch wieder Spieler suchen kann, also den Spielernamen oder was ist wieder. Man kann den Namen suchen, ist, denke ich, in den letzten Sachen noch nicht da gewesen und haben sich auch viele gewünscht. Und das ist letztendlich jetzt da, also man kann hier draufgehen und dann sozusagen den Namen eingeben, den man hier haben möchte. Und ja, man kann natürlich auch hier, sieht man es, viel einfacher zwischen den einzelnen Sachen wechseln. Man muss nicht hier speziell solche Sachen einwechseln oder eingeben, sondern man hat hier direkt Spieler, Verbrauchsobjekte, Vereinsobjekte und Mitarbeiter. Alles schön gegliedert hier, dass man auch wirklich ja, nichts übersieht. Gehen wir wieder zurück und dann gibt es natürlich weiterhin noch ja, die Möglichkeit, hier einfach aus einer Transferliste zu gucken, wo ich anscheinend jetzt schon einen verkauft habe. Wir können mal kurz drauf gucken, wer es ist. Oh, es ist El Giro Elia. Das ist natürlich nicht schlecht. Den habe ich letztens für 2500 Münzen gekauft. Ein sehr, sehr dickes Schnäppchen gemacht, da auf jeden Fall. Und hat natürlich 5 Sterne Spezialbewegung, deswegen ist er so interessant, der Spieler. Aber ja, da ich ihn jetzt für 7000 verkauft habe, denke ich, ist es ein guter Preis. Und habe ich einfach mal so 5000 Gewinn gemacht. Und somit habe ich jetzt 27.000 Münzen. Denke ich, ganz guter Preis oder ganz gute Summe, die ich jetzt im Moment auf dem Konto habe. Und dann hier gibt es natürlich die Kandidatenliste, das ist ja das, was bei FIFA 13 die Beobachtungsliste war. Und dann kann man hier natürlich noch nach seinen Lieblingsverein suchen, allgemein nach Goldspielern suchen und nach Verträgen suchen, wie auch bei FIFA 13. Und in meinem Verein gibt es dann auch ganz standardmäßig nochmal die besten Listen hier in meinem Verein. Und ja, die Spielerstatistik und die Ergebnisse vom Freund oder gegen den Freund ganz normal standardmäßig dabei. Und ich gehe mal davon aus, wir werden jetzt erstmal ja, das erste Spiel bestreiten in FIFA 14 Ultimate Team. Ich überlege im Moment, mit welchem Team ich spiele. Ich habe ja 2 Stück. Ich denke, ja, wie gesagt, ihr müsstet die eigentlich beide kennen. Die Chemie hier, denke ich, ist noch nicht wirklich final, weil, ja, ich habe nicht eine Chemie von 64 und von, was war das gerade, 60, glaube ich noch, genau. Ich gehe mal in Team 1. Gucke ich mal, wie da die Chemie ist. Genau, hier ist sie bei 95. Bei den anderen müssten die eigentlich, glaube ich, bei 92 oder 93 sein, so wie seit ich das eben gesehen habe. Und ja, hier sieht man es auch nochmal, das neue Feature. Ein Spieler, der ja mindestens 10 Partien für den Verein gespielt hat, also im Prinzip, in dem Fall jetzt für mich, kriegt einen Loyalitätsbonus und so, glaube ich, somit, glaube ich, noch einen Chemiepunkt obendrauf. Ganz interessant und natürlich auch durch die Manager, wenn die aus der gleichen Liga kommen oder die gleiche Nation haben, kriegt der Spieler auch nochmal Bonus und somit denke ich, ja, ganz gut, um auch nochmal die Chemie hier zu erhöhen. Und jetzt sind hier so ein paar draußen, sieht einfach daran, dass ich neue Spieler gekauft habe, die kann ich nochmal kurz hinzufügen. Mein Verein durchsuchen ist es natürlich einmal Alexandre Pato, der im anderen Team spielt, natürlich auch unter anderem hier Osvaldo, Lestien kann ich schon mal rausnehmen, den habe ich nicht verkauft, weil es einfach nicht geht, weil die Spieler, die man ganz am Anfang zieht, kann man leider nicht verkaufen. Finde ich so ein bisschen schade, aber naja. Ist dann halt so. Dann hier Salah kann ich, denke ich, auch nochmal austauschen für oder mit Sarrarer, den ich ja auch im anderen Team habe. Und einer fehlt noch. Das ist in dem Fall, glaube ich, genau, Oliver Baumann, hier der Torwart im anderen Team. Und somit ist das dann hier auch komplett. Und ja, ich denke mal, ich werde dann auch erstmal das Spiel mit denen hier spielen. Ich weiß gar nicht, ja genau, man kann hier noch, ja, wenn man den rechten Stick nach rechts bewegt, kann man sich noch die einzelnen Sachen angucken. Und ja, also hier habe ich das in dem Fall gemacht. Loyalitätsbonus haben wir hier schon, obwohl sie noch gar nicht für mich gespielt haben. Finde ich auch interessant. Und hier kann man natürlich auch nochmal die Chemie sehen. Es gibt hier 4 Leute, die leider nicht auf 9 oder 10 Chemie kommen. Bisschen schade, aber ich denke auch ziemlich viele bei 10 Chemie und das ist, denke ich, ganz gut. Und ja, ich würde mal sagen, wir werden mal unser erstes Spiel spielen, so ein Testspiel. Ich überlege gerade noch, ob ich offline oder online spiele. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich das erste Spiel einfach mal offline spielen werde. Und ja, gucken wir doch mal, ob wir vielleicht direkt gegen das Team der Woche antreten können. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, das ist eine ganz gute Sache, weil wir das natürlich auch als Aufgabe machen müssen. Und ja, gehen wir mal zurück hier. Und ich denke, ich werde das auch direkt machen. Also wir haben hier unser Team. Ich denke, das ist bekannt, wie gesagt, aus den letzten Folgen. Und wir werden direkt das Spiel spielen gegen das Team der Woche. Denke ich, eine ganz gute Sache. Klicken wir es doch einfach mal an. Und ja, Online-Sachen und also Online-Turniere und Online-Liga werde ich dann machen, wenn ich so ein bisschen Erfahrung mit FIFA 14 gesammelt habe und wenn ich auch so ein bisschen vertraut mit meinem Team geworden bin. Und was hier noch steht, findest du in deinen Sets genommen. Also man kann natürlich die formstarken Spieler, die Innenformspieler in den Packs ziehen, ist, denke ich, auch ziemlich bekannt. Die Chemie bei den ja, Teams immer ziemlich schlecht, weil sie natürlich immer alle aus anderen Ligen kommen. Aber hier die Highlights des Team der Woche sind natürlich Sergio Aguero, Pedro hier vom FC Barcelona, Isco von Real Madrid und natürlich auch David Alaba aus der deutschen Bundesliga vom FC Bayern München. Das sind so ein bisschen die Highlights in diesem Team.
Und ich denke mal, wir machen einfach mal weiter. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt wie bei FIFA 13 auch die Schwierigkeit einstellen kann. Ja, doch, kann man sogar. Und ich denke, ich werde als allererstes mal auf Profi spielen. Ja, wie gesagt, ich habe einfach keine Ahnung, wie sich das im Moment spielen lässt und ob ich überhaupt eine Chance gegen die habe. Deswegen, normalerweise würde ich auf Weltklasse anfangen, aber ja, fangen wir doch mal an mit Profi, denke ich. Dann werden wir auch eine gute Chance haben zu gewinnen auf jeden Fall. Ich will es nicht zu einfach machen, aber natürlich auch nicht zu schwer. Und ja, genau, was ich eigentlich noch machen wollte, ist mein Wappen oder mein Trikot zu ändern. Mein Wappen habe ich ja schon geändert, hatte jetzt glaube ich auch schon gesehen. Und ich habe eben noch neue Trikots bekommen, weiß ich jetzt nicht woher. Aber ja, immerhin habe ich welche bekommen und die waren auch ganz geil, also werde ich nach diesem Spiel, denke ich, mal anwenden. Ich überlege gerade, ob ich mit Team 2 oder mit Team 1 spiele. Ich denke, ich werde mal mit Team 1 anfangen, weil das die besseren Wertungen hat und wahrscheinlich dann auch eine bessere Chance gegen das Team der Woche Nummer 2 hat. Und das Trikot, was wir nehmen werden, ist, ja, nehmen wir mal das Schwarze, glaube ich. Und die nehmen das Weiße, das denke ich, passt ganz gut. Und dann können wir doch einfach mal auch direkt starten, weil bestimmte Spieleinstellungen, die ich jetzt hier machen muss, gibt es nicht. Und dann werden wir doch mal anfangen, unser erstes Spiel zu spielen. Die Skillspiele, die man hier sieht, einer der Skillspiele, die werde ich später noch spielen. Die werde ich noch in extra Folgen oder in einem extra Modus im Prinzip noch vorstellen. Hier sind die jetzt nicht der Fall. Und es geht direkt los mit unserem ersten Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wie sich das erste Spiel hier spielen lässt. Hier, wie gesagt, gegen das Team der Woche, das neue. Und unser Verein FC WizKid versucht hier den ersten Sieg einzufahren, auch wenn es ja kein wirklich spannendes Spiel jetzt sein wird oder kein wirklich hochkarätiges, aber es ist unser erstes Spiel und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es laufen wird. Es ist natürlich jetzt gegen einen Gegner, ein CPU-Gegner. Aber naja, wir machen trotzdem mal weiter und wir versuchen unser Glück hier heute gegen FUT oder FUT 2, denke ich, Team der Woche 2. Und ja, muss ich mal ein bisschen mich abregen. Ich habe, glaube ich, jetzt ziemlich aufgebracht in den letzten paar Minuten geredet. Jetzt haben wir den Ball hier außen direkt mit Kani. Können wir vielleicht mal weiterspielen? Ne, wird leider nichts, aber der Ball wird jetzt ausgeklärt. Jetzt schöner Einwurf hier auf Antunes. Kani kriegt den wieder. Ziehen wir mal so ein bisschen zurück. Schön gemacht von Kani jetzt. Spielen wir mal durch die Gasse, das sieht doch schön aus. Jonathan Vieira ist hier im Prinzip durch. Jetzt spielen wir den Ball mal in die Mitte, da steht auch einer. Aber der kommt leider nicht an den Ball. Schade, schade, hätte er sich fast durchsetzen können. Also schöne Sache auf jeden Fall von Jonathan Vieira. Hat gut das Tempo angezogen und ist gut dazwischen gegangen. Hier, ja, mache ich ziemlich unsauber. Laufe ich einfach mal am Gegenspieler vorbei. Jetzt kommt der lange Ball. Schön hier auf Diego Milito. Und wir versuchen hier mal außen den Ball zu bekommen. Jetzt kommt eine Flanke von Milito, aber nicht wirklich gefährlich. Also ja, dass ich jetzt mit einem Spiel gegen den CPU anfange, ist natürlich jetzt nicht so geil für euch. Aber ich denke, das ist erstmal für den Anfang ganz gut. Weil es einfach wichtig ist, um erstmal in den Modus überhaupt reinzukommen. Ich tue das wäre jetzt schön. Jetzt machen wir mal breit auf Kani. Machen wir mal Übersteiger oder das war gar kein Übersteiger. Das war leider eine Ballroll oder eine Ballrolle. Ja, wodurch es dann nicht wirklich gut gelungen ist hier. Jetzt müssen wir mal auf Kone hier mal raufgehen. Traut sich aber anscheinend keiner. Machen wir das noch mit Ambrosini schön. Jetzt Jonathan Vieira. Schöner Ball, aber Alaba ist leider dazwischen. Ich glaube, das Team der Woche spielt sogar in der Dreierkette. Ist natürlich auch interessant, ja, mit Alaba vor allen Dingen, weil der ist ja eigentlich ein ziemlich offensiver Verteidiger. Jetzt Vieira, schöner Ball hier auf Kani jetzt. Machen wir weiter breit auf Antunes. Jetzt vielleicht mit einem Durchstecken. Schöner Ball jetzt auf Pellissier und der bringt uns vielleicht die Flanke oder schießt den Ball einfach mal. Ich wollte eigentlich jetzt die Flanke bringen. Doch dann war der Winkel viel zu spitz und der hat es einfach nicht hinbekommen, die Flanke zu bringen. Und somit habe ich dann doch, ja, das mal aus einem spitzen Winkel versucht. Der Torwart hält ihn natürlich aber auch gut. Und wir kriegen hier direkt in der erste Ecke. Trete ich mit Antunes, der hier direkt ausgewählt ist. Jetzt ein schöner Ball. Kommt auch gut rein, aber ja, nicht ganz nichts geworden wirklich. Jetzt Kani nochmal. Ambrosini. Jetzt spielen. Oh, da war natürlich schlecht der Übersteiger, aber wir behalten weiterhin den Ball. Jetzt muss ich eine Anspielstation finden. Finde ich hier jetzt auch mit Faraoni. Spielen weiter auf Jonathan Vieira. Schöner Schuss, Täuschung. Jetzt können wir vielleicht mal draufziehen, aber Pedro macht das natürlich gut. Verteidigt hier stark und somit ja, kommt er dann auch an den Ball. Das kann Abseits gewesen sein. Ich weiß nicht, wieso mein Spieler das sonst nicht anzeigen würde, aber ja, es war kein Abseits. Aber immerhin kriegen wir den Ball, oder sind wir im Ballbesitz jetzt, der Ball war im Aus und somit ja, weiterhin das Spiel in unserer Hand im Moment. Wir haben die meisten Situationen hier, die besten Chancen bis jetzt, wenn man das überhaupt als Chancen sehen kann. Jetzt Kani hier, schön gemacht auf Itu Daspe, der weiter auf Kani. Ah, drehe ich zu lange. Habe ich eine Anspielstation gesucht, aber leider keine gefunden. Bisschen unglücklich. Weil die Verteidigung vom Gegner, vom CPU-Gegner, steht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da muss ich noch irgendwie eine Möglichkeit finden, durchzukommen.
Das wird eigentlich nicht so einfach. In der Defensive stehe ich bis jetzt ganz gut. Ist bisher noch nicht wirklich schwer. Der CPU-Gegner macht das nicht wirklich gut, aber anscheinend die Defensive ziemlich gut eingestellt. Jetzt Jonathan Vieira kriegt den Ball noch gerade so eben vom Außen. Sehr, sehr nice gemacht. Jetzt spielen wir mal weiter hier. Aber leider ist Lovren sehr, sehr gut dazwischen gekommen. Leider fängt er hier den Ball ab. Wir wären sonst wahrscheinlich durch gewesen. Jetzt Kadir auf den Außen. Kenne ich leider nicht, den Spieler. Hört sich an wie ein Algerier oder ein Marokkaner oder so. Jetzt kommt er mal zum ersten Schuss hier, der Gegner. Mit Kone. Ist natürlich sehr, sehr starke Position, die er sich hier erarbeitet hat. Aber scheitert dann letztendlich am Tor, beziehungsweise schießt einfach neben das Tor. Jetzt Ambrosini mit einer schlechten Ballannahme. Vielleicht können wir mal den Ball jetzt erobern. Wäre natürlich richtig schön jetzt von Ito Raspe. Wir spielen den Ball mal lang. Der läuft sich gut frei, aber stoppt ihn letztendlich ab, wieso auch immer. Aber Vieira macht es doch gut. Kommt doch trotzdem noch irgendwie an den Ball. Jetzt Vieira, schöner Ball auf Faraoni. Jetzt schießen wir einfach mit dem Ball drauf. Und Faraoni macht das erste Tor für uns in FIFA Ultimate Team 14. Und schönes Tor hier, schön rausgespielt. Jonathan Vieira auf den Außen, setzt sich schön durch. Seht den freistehenden Faraoni in der Mitte, hier sieht man es nochmal. Kriegt den Ball dann schön angespielt. Und der schöne Schuss mit links, ich glaube, das ist sogar sein schwacher Fuß. Schöner Ball in die lange Ecke, lässt den Torwart keine Chance. Und somit ist es hier das erste Tor für uns. Ich freue mich richtig, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut klappt. Und somit ist es jetzt das 1-0 für uns gegen das Team der Woche, das jetzige Team der Woche. Das übrigens gestern erst rausgekommen ist. Also ich nehme gerade am Donnerstag auf, an dem Tag, wo die PC-Version jetzt endlich released wurde. Ich glaube, PS3 und Xbox ist, glaube ich, sogar einen Tag schon vorher rausgekommen. Aber ich spiele ja auf dem PC, zumindest so lange, bis die PS4 rauskommen wird. Oder ich denke auch komplett FIFA 14 noch auf dem PC. Bei FIFA 15 bin ich mir noch nicht ganz sicher, da werde ich dann höchstwahrscheinlich auf die PS4 umsteigen. Jetzt machen wir das hier mal schön. Kani, jetzt schöner Ball auf Pelissier. Da wollte ich einen Schusstäuschen machen, aber braucht er leider zu lange, um den Ball hier zu kontrollieren. Jetzt Baines oder Baines. Baines heißt er wahrscheinlich. Im Mittelfeld hier beim Gegner. Habe ich glaube ich auch schon mal gehört, irgendwo den Namen. Ich weiß, ihr könnt jetzt aber nicht genau zuordnen, wer das ist. Jetzt Isco, natürlich sehr, sehr bekannter Spieler. Und jetzt wird es ein bisschen knapp hier. Batra war das, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Jetzt Faraoni, der Torschütze, hier außen am Ball. Aber verliert leichtsinnig den Ball gegen Diego Milito. Jetzt kommt die Flanke rein. Auf Kadir. Und schöner Schuss hier, aber wird zum Glück abgeblockt von unserem Spieler. Und es gibt Ecke für den Gegner, für das Team der Woche. Jetzt schöne Ecke hier rein und Lovren kommt ja auch gut zum Kopfball, aber unser Torwart ist auch da. Moja natürlich kein schlechter Mann und fängt den Ball hier sehr, sehr souverän ab. Schön jetzt von Kani, jetzt hat Antunes sehr, sehr viel Platz. Können wir vielleicht nochmal ausnutzen. Jetzt spielen wir mal lang weiter auf Kani. Kommt er vielleicht ran, aber leider nicht. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher spielen müssen, den Ball. Aber der Ball ist direkt wieder bei uns. Faraoni jetzt hier. Spielt den Ball leider ins Aus. Ein bisschen unglücklich. Ich hatte gedacht, dass der andere Spieler, der hier rechts neben ihm stand, ein bisschen weiter nach vorne läuft und somit dann den Ball bekommt. Aber das war leider nicht der Fall, sondern Faraoni passt den Ball einfach ins Aus. Bis jetzt läuft das Spiel aber nicht schlecht, würde ich sagen. Zumindest von meiner Ansicht her, bis jetzt eine gute Leistung, denke ich mal. Zumindest besser, als ich es erwartet hätte. Jetzt schöner Ball hier wieder auf Faraoni. Der macht ein wirklich gutes Spiel. Lässt den Ball mal durch, aber das funktioniert in FIFA 14 überhaupt nicht mehr. Habe ich zumindest das Gefühl. War ja in FIFA 13 fast overpowered, das Ball durchlassen hier in dem Fall. Jetzt Ambrosini spielt ihn mal schön weiter auf Pelissier. Jetzt steht unten einer, den kriegt er aber leider nicht angespielt. Ein Innenverteidiger ist gerade noch so eben dazwischen gekommen und konnte den Ball abfangen. Sonst wäre wahrscheinlich der Spieler unten, Faraoni war das glaube ich wieder, durch gewesen. Jetzt schön vom Pelissier hier den Ball erobert. Spielt ihn mal jetzt weiter und jetzt vielleicht mal schön in die Spitze. Der kann vielleicht kommen. Schade. Faraoni, der Torschütze, wieder mit einem guten Lauf hier, bietet sich wieder schön an, aber der Torwart vom Gegner ist diesmal da. Und es ist jetzt auch Halbzeit. Wir führen 1-0 gegen das Team der Woche, gegen den CPU, hier in dieser Folge, mit unserem Team Nummer 1. Und ich denke, ein ganz souveränes Spiel bis jetzt. Hinten haben wir nicht viel anbrennen lassen, bis auf vielleicht ein, zwei Situationen. Und vorne relativ gefährlich und auch mit dem einem Tor durch Faraoni. Hier sehen wir nochmal eine gefährliche Chance vom Gegner. Und hier sehen wir nochmal das Tor von Faraoni natürlich. Finde ich sehr, sehr schön, das Tor. Schön oben links im Winkel platziert und somit zum 1-0 getroffen. Und das war es dann für die erste Halbzeit. Wir können uns mal die Statistiken angucken. Denke ich, relativ ausgeglichen. Von den Toren sind wir natürlich vorne. Schüsse hat sogar der Gegner einen mehr. Ballbesitz dafür auf unserer Seite, genau wie Zweikämpfe. Und unsere Passgenauigkeit ist auch nicht schlecht. Mit 83 denke ich aber auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Und wir drücken mal A und machen direkt weiter. Und man kommt hier jetzt auch nicht direkt wieder ins Spiel, sondern erstmal ins Pausenmenü, finde ich auch ganz interessant. Dann kann man nochmal seine
seine Mannschaft so ein bisschen beobachten und gucken, was man da vielleicht nochmal so machen kann. Und somit würde ich dann einfach fortsetzen, glaube ich. Ich setze mal das Spiel hier fort. Denke ich nicht so viel jetzt, was man machen kann in diesem Menü. Jetzt Iturraspe hier, schon auf Ambrosin. Ich habe, glaube ich, schon wieder ganz oft L2 gedrückt beim Dribbeln, weil ich einfach noch so ein bisschen gewohnt bin aus FIFA 13. Denke ich auch einer der größten Umstellungen, habe ich glaube ich auch schon in der Demo mal erwähnt. Dass das hier eine ziemliche Umstellung ist im Gegensatz zu FIFA 13, dass man hier wirklich ohne L2 jetzt noch dribbeln muss. Niemand else, oder dribbeln nicht, sondern tricksen muss natürlich. Jetzt kommt hier ein schöner Ball rein, aber Moya ist wieder da, macht das sehr gut und wirft jetzt den Ball vielleicht mal schnell ab auf Bartra, der weiter auf Antunes. Der hat jetzt wieder sehr, sehr viel Raum, weil das rechte Mittelfeld vom Gegner ist anscheinend hier fast nicht vorhanden. Jetzt spielen wir mal weiter auf Kani. Jetzt spielen wir vielleicht mal oben, schöner Ball hier auf Antunes. Und der kann den Ball vielleicht mit Langeck platzieren. Nee, leider nicht. Kommt leider nicht ganz ran an den Ball. Schöner Pass aber von Kani auf Antunes. Hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich so gut kommt. Jetzt natürlich auch ein schöner Ball auf den Stürmer vom Gegner, auf Kadir. Aber Moya ist wieder da und fängt den Ball schön ab hier. Jetzt Antunes wieder, der eben die gute Chance hatte, aber leider den Ball verloren hatte. Jetzt wieder Kani, also die linke Seite läuft wirklich richtig gut. Machen wir eine Schusstäuschung. Schön gemacht hier von Kani. Jetzt spielen wir vielleicht mal in die Mitte. Ja, das klappt doch ganz gut. Und jetzt Antunes. Antunes. Oh, schade. Antunes hatte ja eben schon die gute Chance, der Linksverteidiger hier von uns. Jetzt probiert es mit seinem schwachen rechten Fuß. Und leider schießt er den Ball auch am Tor vorbei. Aber eine gute Chance wieder für uns. Also ich spiele mich so langsam ein, habe ich das Gefühl. Vor allem auch mit Antunes, unserem Linksverteidiger. Der bis jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel spielt. Ähnlich wie Pharaoni, eigentlich zwei Leute, die ich einfach so ein bisschen als Übergangslösung gekauft hatte oder einfach habe. Denn ich habe, glaube ich, beide sogar gekauft. Fand ich aber sehr, sehr positiv auf, hätte ich nicht gedacht. Hier sieht man es nochmal, Abseitsposition vom Gegner war es eigentlich nicht. Liegt der Schiedsrichter falsch, es war im Zweifel, es war gleiche Höhe und somit im Zweifel für den Angreifer. Aber natürlich können auch FIFA-Schiedsrichter Fehler machen, genau wie in echt. Jetzt Antunes wieder. Eine schöne Partie, wie gesagt, von ihm. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit im Moment mit dem Spieler. Und ich werde ihn, denke ich, auch noch so ein paar Folgen mehr haben. Und ich werde seinen Vertrag wahrscheinlich verlängern. Jetzt Pelissier, schöner Ball hier auf Iturraspe, der ist im Prinzip durch. Schiebt ihn mal jetzt hier mit meinem Torwart vorbei. Nee, klappt leider nicht. Iturraspe kann wieder nochmal nachsetzen, aber der Torwart macht das natürlich auch gut und hält den Ball hier gut. Jetzt Jonathan Vieira. Da finde ich so ein bisschen keine Anspielsetzung wirklich. Passen wir mal hier weiter auf Ambrosini, jetzt vielleicht mal in die Spitze. Schöner Ball hier, aber Pelissier kann den Ball leider nicht kontrollieren. Und somit, hat er uns den Ball wieder abgenommen, aber wir sind hier weiterhin im Ballbesitz. Wie gesagt, ein ganz gutes Spiel bis jetzt. Ambrosini jetzt vielleicht mal mit einem langen Pass, aber verliert er leider den Ball. Sein Dribbling ist natürlich auch nicht das Beste jetzt. Ist ja auch, wie im Prinzip alle Spieler, jetzt eine Übergangslösung in diesem Team. Ich werde das Team, denke ich, auch nach und nach immer weiter aufbauen und immer bessere Spieler mit reinbringen. Ich habe noch überlegt, in welche Richtung ich das eher machen will. Eher in die spanische oder eher in die italienische Liga. Also Richtung, so. In zwei Ligen die ganze Zeit das zu machen, ist, denke ich, auch nicht so geil. Weil einfach auch nicht so viele Spieler dann da sind. Jetzt gibt es hier abseits, leider. Weil, wie in FIFA 13 schon bekannt, jetzt der eigene Spieler angeschossen wurde, finde ich immer sehr, sehr schade. Weil es ist einer der Sachen, die mich am meisten ärgern in FIFA 14. Oder eigentlich in FIFA 13, jetzt aber auch in FIFA 14, wie gesagt. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt eben noch sagen wollte. Ich habe schon ein bisschen wieder vergessen, was ich eben als Thema hatte. Aber es ist, denke ich, nicht so wichtig. Wir sind hier erstmal weiterhin in der Partie. Antunes ist wieder ein bisschen übersteigert. Wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt schön dabei hier auf Jonathan Vieira. Zieht natürlich auch so ein bisschen die Fäden, macht ein sehr, sehr gutes Spiel. Jetzt spielen wir vielleicht mal hier durch. Schön dabei. Jetzt schießen wir noch direkt mal drauf. Kann der Torwart halten, jetzt schießen wir nochmal drauf. Und da ist das 2:0. Kani diesmal der Torschütze. Mit einem schönen Jubel beendet hier nochmal sein Tor. Und auch der andere Flügelspieler, nämlich Kani, trifft, ist so ein bisschen auf die rechte Seite ausgewichen. Und nach dem Abpraller nimmt er den Ball direkt. Torwart hätte ihn auch halten können, meiner Ansicht nach. Aber umso besser für uns, dass hier das 2:0 gelungen ist. Schöner Treffer hier, auch wenn es ein ziemlich hässlicher Abstauber war. Aber immerhin führen wir mit 2:0, das ist schon mal ganz wichtig. Und somit haben wir den Gegner, denke ich, auch gut unter Kontrolle und da wird nicht mehr viel anbrennen. Gehe ich mal zumindest von aus. Jetzt schöner Übersteiger auf den Pelissier. Machen wir nochmal nach außen, ziehen wir nochmal zurück. Spielen wir nochmal weiter auf Jonathan Vieira. Jetzt haben wir außen sehr, sehr viel Platz, wieder Kani. Jetzt spielen wir den Ball hier weiter auf Jonathan Vieira. Der kann vielleicht auch nochmal einen auspacken. Schöner Schuss hier von Jonathan Vieira. Aber der Torwart ist leider da und somit, gut gehalten von ihm. Hier schöne Schussdeutung von Kani. Dann schön abgelegt auf Vieira. Und der probiert es mit dem Schuss, leider, wie gesagt, der Torwart gut dran. Wir machen direkt die nächste Ecke mit Antunes hier. Jetzt kommt er vielleicht mal gut. Schade, kommt er leider nicht hin. Jetzt Kani vielleicht nochmal. Spielen nochmal zurück auf Bonera. Das ist natürlich ein Innenverteidiger. Wir probieren es trotzdem mal. Und es hätte, glaube ich, sogar Handspiel gegeben, wenn es das hier in FIFA 14 geben würde. Man kann es natürlich einstellen.
Normal, ich glaube im Offline-Modus kann man das einstellen, aber im Online-Modus ist es automatisch, glaube ich, ausgestellt. Jetzt hier Pharaoni auf Jonathan Vieira, spielen wir mal ganz lang. Der kommt gar nicht schlecht, aber leider ein bisschen weit. Schade. Kani hat sich hier gut freigelaufen. Auf jeden Fall. Muss man ihm anmerken. Also sehr, sehr guter Laufweg von ihm. Leider der Pass ein bisschen steil, war natürlich auch ein bisschen unter Bedrängnis, der Vieira in dem Fall. Jetzt können wir vielleicht mal das Kopfballduell gewinnen. Schöne Sache hier. Aber Pelissier, der unser Stürmer, kann nicht wirklich gut behaupten. Jetzt schöne Sache nochmal von Kani. Schön den Ball abgenommen. Jetzt Pelissier spielt nochmal weiter auf Kani. Dem fehlt aber so ein bisschen der Körper, um sich hier durchzusetzen. Verliert er den Zweikampf gegen den Verteidiger. Jetzt Thiago Neves ist, glaube ich, auch bekannt aus seinen Zeiten beim Hamburger Sportverein. Zumindest kann ich mich daran noch erinnern. Ich glaube, der hieß Thiago Neves. Kann mir zumindest gut vorstellen. Smartra hier nochmal. Ich glaube, der Gegner ist jetzt ziemlich doll am Pressen. Ja, man sieht es hier. Ziemlich viel Pressing, die das jetzt anhaben. Jetzt Ito Daspe wieder mit einem schönen, Balleroberung. Jetzt, aber wir Marc Batra, schön von Jonathan Vieira jetzt hier. Spielen wir mal weiter. Und jetzt spielen wir mal oben. Ah, schade. Pharaoni versucht alles, um den Ball hier nach oben zu spielen. Schafft es aber leider nicht ganz. Und beim Gegner ist hier wieder abseits. Also im Moment in der zweiten Halbzeit, denke ich, stehen wir hier gut und lassen so gut wie nichts zu. Und was ich natürlich sehr, sehr positiv finde, ist schon mal ein erster guter Eindruck, den wir hier entnehmen können. Auch wenn es natürlich nur ein Offline-Spiel ist oder ein Spiel gegen einen CPU-Gegner. Mal sehen, wie es dann letztendlich gegen einen Online-Gegner läuft. Ich weiß noch nicht, ob ich es in der nächsten Folge schon gegen einen Online-Gegner versuchen werde, aber ich gehe mal stark davon aus. Jetzt Jonathan Vieira hier behauptet schön den Ball, dribbelt sich ein bisschen fest, aber findet dann noch den Pass auf Pelissier. Ziehen wir mal zurück und jetzt, der Ball wäre wahrscheinlich auch wieder gut gekommen, wenn der Ball hier von Pelissier auf Jonathan Vieira angekommen wäre, beziehungsweise wenn er es geschafft hätte, den durchzubekommen. Jetzt Thiago Neves nochmal auf die Außen, auf Kone. Der spielt nochmal weiter auf Agüero. Ist im Moment, glaube ich, nur ein rechter Flügel in diesem Team, weil er natürlich eigentlich zentraler Stürmer ist. Jetzt Kani, schöner Übersteiger, aber der passt letztendlich ein bisschen verunglückt. Habe ich leider nicht gesehen, dass Cruz hier noch in den Weg läuft. Jetzt aber Vieira, jetzt kann man den Ball mal gut laufen lassen. Ein schöner Ball hier auf Pharaoni. Jetzt machen wir die Schusstäuschung. Klappt da ja nicht wirklich. Ich hatte gedacht, dass der Gegner so ein bisschen mehr sich nach vorne orientiert und somit dann die Schusstäuschung ganz gut kommt. Jetzt schöner Ball hier nochmal auf Pelissier. Aber der kann sich letztendlich auch nicht behaupten. Pelissier gefällt mir nicht so wirklich gut. Ich denke, da werde ich auf jeden Fall nochmal einen Ersatz finden. Hoffe ich doch auf jeden Fall. Weil, Pelissier macht zwar seine Sache nicht schlecht, aber er ist einfach zu durchsetzungsschwach und somit nicht wirklich gut zu gebrauchen. Hier kommt jetzt nochmal das Tor vom Gegner durch Sergio Agüero, natürlich den Topstar im Team der Woche im Moment. Macht hier auch ein schönes Tor, ich glaube, das war sogar ein Seitfallzieher, soweit ich das richtig gesehen habe. Ja, war eine Art Seitfallzieher auf jeden Fall. Schönes Tor hier, schön anzusehen von Sergio Agüero. Und der Torwart hier auch komplett ohne Chance. Jetzt müssen wir sehen, dass wir das noch über die Zeit retten. Wir sind ja schon in der 90. Minute. Ito Daspe nochmal mit dem schönen Übersteiger. Vieira nochmal hier außen auf Pharaoni. Und wie gesagt, wir müssen jetzt das Ergebnis halten. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass wir das schaffen werden. Jetzt hier nochmal. Ambrosini schafft es leider, die Übersteiger nicht. Oder mit den Übersteiger nicht am Gegner vorbeizukommen. Jetzt aber nochmal schöner Pass hier auf Pharaoni. Der kann vielleicht nochmal in der Mitte Pelissier suchen. Der kommt auch gar nicht schlecht. Aber Pelissier kann sich leider nicht durchsetzen. Aber jetzt nochmal vielleicht Pelissier. Der wäre vielleicht sogar nochmal reingegangen. Sehr, sehr komisch, dass der Schiedsrichter jetzt hier abpfeift. Aber naja, uns soll es egal sein. Wir gewinnen hier mit 2:1 mit unserem Verein FC Whisket und mit unserem Team aus Spaniern und Italienern bestehend gegen das Team der Woche, das Food TOTW. Wie es hier so schön steht, der Treffer von Agüero kam zu spät vom Gegner und somit gewinnen wir durch diesen schönen Treffer von Pharaoni und Kani mit 2:1. Und ich denke, wir machen auch direkt weiter. Gucken uns mal an, was es jetzt so an Spielerbewertung gibt und was wir auch an Münzen bekommen. Hier nochmal der schöne Treffer von Pharaoni. In der ersten Halbzeit ja gefallen. Und ja, damit würde ich dann weitermachen. Wir gucken mal, wie gesagt, auf die Spielerwertung und auf die Münzen, die wir bekommen. Hier Kani, der beste Mann mit der 8,0, Pharaoni und Antunes, leider beide mit einer nicht so guten Wertung. 6,6 und 6,9 habe ich ehrlich gesagt besser gesehen, die beiden Leute. Aber ja, Hauptsache, sie machen für mich einen guten Eindruck. Das haben auf jeden Fall Pharaoni und Antunes gezeigt. Wie eigentlich auch die komplette andere Teil der Mannschaft. Außer, wer so ein bisschen abfällt, ist einmal der Pelissier im Sturm. Wie gesagt, Wind nicht wirklich viel. Ist, glaube ich, auch ziemlich klein, soweit ich das gesehen habe. Oder zumindest kam mir so vor. Und auch Ambrosini, einfach aufgrund seiner nicht so geilen Ballkontrolle und nicht so geilen Dribbling, ist er nicht so gut zu brauchen im Mittelfeld, weil da brauche ich immer ziemlich dribbelstarke Spieler. Und deswegen werde ich vielleicht auch für Ambrosini nochmal ein bisschen einen kleinen Ersatz finden. Werde ich mal sehen.
in den nächsten Folgen wird das dann irgendwann auf jeden Fall der Fall sein. Der Rest des Teams hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich denke, mit dem Team lässt sich auf jeden Fall gut arbeiten. Auch die Innenverteidigung hat sehr, sehr gut funktioniert mit Batra und Bonera. Und wir machen direkt weiter. Wir sehen hier auch direkt, wie viel wir bekommen. 325 Münzen, ganz normal, für den Abschluss des Spiels. Dann gibt es eine Skillprämie für 215 Münzen. Und dann natürlich noch die Team der Woche Challenge Belohnung mit 400 Münzen. Und somit kommen wir dann auf 940 Münzen. Denke ich, ganz ordentliches Ergebnis. Und wir machen direkt weiter. Ich denke, man kann sich hier nicht wirklich viel angucken. Die Spielerinfo sieht man hier nochmal rechts. Und da sieht man auch nochmal, dass wir überlegen waren. 10 zu 4 Schüsse, 6 zu 2 Schüsse aufs Tor, 56 zu 54% Ballbesitz. Auch mehr gewonnene Zweikämpfe. Und auch die passen euch etwa besser. Also denke ich, hochverdient gewonnen hier mit 2 zu 1 gegen das Team der Woche. Und somit haben wir denn eine weitere Aufgabe erfüllt. Hier sieht man es, oder sieht man gar nicht. Aber gleich denke ich aber mal. Hier kann man nochmal zum Shop gehen, das werden wir auch gleich nochmal machen. Und natürlich auch zur Transferliste. Und wir sehen hier oben, wir haben jetzt 28.000 Münzen durch das Spiel, was wir eben gerade gespielt haben. Und auch ein erstes Spiel gewonnen. Hier oben sieht man es bei der Bilanz 1-0-0. Und wir haben auch eine weitere Aufgabe geschafft. Das hat man jetzt eben nicht so gut sehen können, aber vertraut mir mal, das war auf jeden Fall der Fall. Somit haben wir jetzt schon 3 von 13 abgeschlossen. Und wir gehen letztendlich zum Abschluss der Folge nochmal in den Shop und gucken, was es hier noch so zu holen gibt. Wir haben 4 neue Sets. Ich weiß ehrlich gesagt selber überhaupt nicht, was das für welche sind. Sorry für den kleinen Sprachfehler gerade. Passiert mir auch nicht so oft, aber was ich sagen wollte, ich bin sehr gespannt, was da drin ist und was es überhaupt ist. Hier sieht man die 4 verschiedenen Sets, auch neue Animationen hier oder neue Formen, die sie hier in FIFA 14 haben. Sehr, sehr interessante Sachen. Einmal haben wir hier ein ganz normales kleines Bronzeset, dann noch ein kleines Bronzeset, ein kleines Silberset und ein Vorbesteller-Set, womit wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ich sagte nur letzte Folge Alexandra Pato, ja. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da drin ist. Wir öffnen zuerst mal eins der Bronze-Sets hier. Dann sind wir mal gespannt, was da so drin ist. Und denke ich, aber kann man auch nicht wirklich viel erwarten, habe ich glaube in der letzten Folge auch schon gesagt. Erstens ist es Bronze und zweitens natürlich nur 4 Sachen drin. Und auch nicht wirklich, und kein Glitzerner dabei. Aber der hier ist gar nicht mal so schlecht. Ein Argentinier ZOM, 74 Tempo, also auf jeden Fall nicht schlecht. Ist natürlich jetzt nicht der geilste von den Werten her, aber denke ich, kann man nochmal gebrauchen. Wobei ich ja kein Team mit Argentinier im Plan und ich glaube, er spielt in der MLS, also auch nicht so wirklich geilste Liga, die es so gibt. Insofern werde ich ihn einfach mal versuchen zu verkaufen, auf dem Transfermarkt anbieten für 200, also 150 und 200 Münzen. Und gucken wir mal, was wir noch so haben. Den Bale würde ich auf jeden Fall im Verein speichern, genau wie auch die anderen beiden Sachen. Hier 2 Trikots, die leider nicht so hübsch aussehen, muss ich ehrlich sagen. Aber naja, können wir trotzdem im Verein speichern, ich denke, die will niemand anderes haben. Dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Bronze-Set. Ah ne, ich will natürlich keins kaufen, sondern ich will zu meinen Sets gehen und das Bronze-Set hier öffnen. Genauso ist es natürlich, wäre ich fast drauf reingefallen, jetzt ehrlich gesagt. Und wir gucken mal, was da so drin ist. Falcao ist vorne drauf, das verspricht doch schon einiges, obwohl es natürlich ein Bronze-Set ist, wie gesagt. Hier kriegen wir den nächsten Bronze-Spieler und zwar Sullivan, ein Torwart, Engländer aus der Football League 2. Also ich glaube, weiß gar nicht, ob das die zweite Liga ist von England. Und er hat einen schwachen Fuß von 3 Sterne. Sehr, sehr interessant für einen Torwart auf jeden Fall. Finde ich nice. 3 Sterne als Torwart auf dem scharfen Fuß ist nicht schlecht. Den, denke ich, können wir aber auch direkt verkaufen, weil ich die einfach wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde, höchstwahrscheinlich zumindest nicht. Dann haben wir hier Wang, auch ein Trainer für den Kopfball. Ein Vertrag, den speichern wir natürlich auch direkt für einen Bronzespieler gemacht und natürlich auch eine Fitnesskarte. Sehr, sehr gut jetzt für den Anfang auf jeden Fall. Und dann machen wir direkt weiter mit dem Silberset. 2 Sets haben wir noch übrig. Ich hätte jetzt fast schon wieder gerade ein Bronzeset gekauft, ja. Habe ich jetzt das Silberset aufgemacht? Ja, ich glaube schon. Ja, habe ich. Mit Alaba diesmal vorne drauf. Mal sehen, ob das einiges verspricht. Silberset auch, denke ich, nochmal ein bisschen besser als das Goldset, was wir eben hatten. Mal sehen, ob da auch entsprechend Sachen drin sind. Ja, ein gar nicht so schlechter Spieler. Estrada, ein Spieler aus der MLS, denke ich, sollte das sein, genau. Also auch wie der eben der Bronze aus der US-amerikanischen Liga. Auch ein US-Amerikaner bietet sich so mit an. Aber auch ich denke, auch den werde ich nicht wirklich gebrauchen können. Und somit, ich werde ihn mal für 150, 250 anbieten. Weil er doch ein ganz guter Spieler ist, mit 79 Pace immerhin noch mal ein bisschen was machen kann. Und vielleicht will ihn ja einer für 250 haben, kann ja sein. Also ich würde ihn auf jeden Fall nicht schlecht finden, den Spieler. Dann haben wir auch noch einen Trainer hier, einen schwedischen, auch aus der schwedischen Liga. Den können wir auch speichern, ich denke, ja, vielleicht werden wir irgendwann mal ein Schwedenteam aufbauen. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wer weiß. Dann haben wir noch direkt ein Stadion doppelt gezogen. Ich glaube, ich meine vielleicht nicht mal 10. Pack oder vielleicht gerade 10. Pack oder sowas. Dass ich ziehe und direkt schon ein Stadion doppelt gezogen. Das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Molten Road, also kann ich direkt ablegen. Schnellverkauf. Oh, nee, alle verbleiben ja nicht, sondern ich wollte das ja eigentlich nur schnell verkaufen. 15 Münzen.
Ist natürlich auch eine hohe Summe Geld. Ne, natürlich irgendwie nicht so. Den Vertrag werde ich nochmal hier auf oder in den Verein packen. Es gibt jetzt auch keine Verbrauchsobjektliste mehr, was ich sehr, sehr geil finde. Das heißt, es gibt keine Maximalanzahl mehr von Verträgen oder Fitnessobjekten oder so, die man im Verein speichern kann, sondern man hat eine unendliche Auswahl da dran. Und als letztes öffne ich jetzt nochmal das Vorbestellerset. Ich bin sehr, sehr gespannt, was diesmal drin sein wird. Ich hoffe, es wird ähnlich gut wie das vom letzten Mal, wo wir ja Pato gezogen haben. Alexandre Pato, den wir jetzt auch im Team eingebaut haben. Und ja, drück mir die Daumen, dass ich hier was Gutes ziehe. Ich öffne es jetzt mal. Ich habe schon auf A gedrückt und ich reibe mir wieder die Hände. Hat ja in der letzten Folge gut geholfen, ja. Also ich reibe mir fleißig die Hände hier. Ihr hört es wahrscheinlich auch. Und wir haben diesmal aber, glaube ich, nicht so einen geilen Spieler gezogen. Nee, leider nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Einmal haben wir hier Javi Varas, ein Spanier, ein Torwart von FC Sevilla. Gar nicht schlecht, aber ich denke auch nicht wirklich zu gebrauchen, weil wir jetzt ja auch Moya haben. Und deswegen, ja, spanischer Torwart ist auf jeden Fall in unserem Team enthalten und somit brauchen wir ihn nicht mehr. Ich biete ihn an für 350 Startpreis, weil, ja, das ist so der Preis, wofür man Goldspieler standardmäßig reinstellt. Zumindest welche, die nicht so viel wert sind normalerweise. Bonucci, hier ein Italiener. Der ist immer sehr, sehr interessant für meine Mannschaft. Ich denke mal, den kann ich vielleicht sogar auch in mein Team einsetzen, als Ersatz für Bonera. Weiß ich noch nicht genau, aber den werde ich auf jeden Fall erstmal im Verein speichern. Und dann haben wir hier Sissoko. Auch ein guter Spieler aus der englischen Liga. Ist, denke ich, auch ein, von Anfang ein guter Linksverteidiger aus der englischen Liga, deswegen werde ich ihn auch nochmal behalten. Genau wie natürlich hier auch De Guzman, eine Frau, eine Fitnesstrainerin oder so. Auf jeden Fall eine Trainerin für unser Team. Ja, ich denke mal, ich werde so im Prinzip alles jetzt ablegen. Und wir haben auch einen neuen Chemistry-Style bekommen. Und zwar nicht für einen Torwart, sondern diesmal für einen Spieler. Und zwar Deadeye. Ich weiß gar nicht, was der so macht. Können wir vielleicht in der nächsten Folge mal nachgucken. Und auch ein neues Trikot und ein neues Wappen von Flamengo. Und ich werde, denke ich, einfach alles jetzt immer erstmal im Verein speichern. Ja, und somit, denke ich, ist diese Folge jetzt erstmal vorbei. Dieses Pack war leider nicht so geil, aber was ich nochmal machen wollte, genau, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ich wollte nochmal mein Stadion ändern, oder nee, mein Stadion nicht, aber das Trikot und den Ball. Top-Torjäger ist Pharaoni mit einem Tor, ist natürlich auch sehr geil. Mein Verein, gucken wir nochmal, was da drin ist und gucken wir auch direkt mal auf Verbrauchsobjekte. Oder ist es, nee, sind Vereinsobjekte, keine Verbrauchsobjekte. Hier, Vereinsobjekte. Suchen wir doch einfach mal. Und hier sehen wir, was ich für Trikots bekommen habe. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wieso ich diese Trikots bekommen habe. Also, ich habe die einfach, ja, als ich Ultimate Team zum ersten Mal aufgemacht habe, habe ich leider noch nicht aufgenommen eben, aber da habe ich zum ersten Mal aufgemacht und da habe ich einfach diese Trikots und auch zwei Bälle bekommen. Hier sehr, sehr geile Trikots, also von geilen Mannschaften, aber leider sehen die Trikots an sich nicht so geil aus. Zumindest vom Barca hier finde ich sehr hässlich. Das im letzten Jahr fand ich noch ziemlich geil, das hier ist sehr hässlich. Dann von Atletico, ich denke, das kann ich auch direkt mal aktivieren. Ich guck mal, was ich hier noch so... Roma, das ist auch ziemlich hässlich, genau wie das von Milan. Denke ich auch nicht so wirklich interessant, das Trikot. Aber das... Oh ne, das von PSG wollte ich jetzt nicht aktivieren, sondern das von Atletico Madrid. Werde ich direkt aktivieren. Ich weiß gar nicht, ob als Heim- oder... Ich glaube, als Auswärtstrikot. Ja. Und dann haben wir das hier als Heimtrikot, das von den Rangers. Denke ich, sieht auch ganz gut aus. Und das Atletico Madrid-Trikot werde ich dann als Auswärtstrikot machen. Und damit haben wir auch schon eine vierte erledigte Aufgabe, nämlich das Trikot hier zu ändern. Und dann gucken wir nochmal, vielleicht, ich glaube, wenn man das Wappen ändert, kriegt man auch nochmal ein neues, neue Aufgabe oder neues, Aufgabe, die man geschafft hat. Deswegen werde ich jetzt auch nochmal das Wappen ändern, auf Flamengo, oder von Sporting Lissabon zu Flamengo. Und somit haben wir dann jetzt endlich auch die fünfte Aufgabe. Ihr seht, es geht ruckzuck hier. Und, ja, dann denke ich, ich weiß nicht, ob ich das Sporting behalten soll oder ob ich auf das Flamengo umsteigen soll. Ich denke, ich werde erstmal das, nee, ich werde auf das Sporting wieder zurückgehen. Denke ich, gefällt mir besser. Und ja, das Flamengo-Zeichen habe ich jetzt einfach nur kurz aktiviert für die Aufgabe eben. Dann haben wir auch noch ein schönes Trikot hier. Das finde ich nur ziemlich geil eigentlich. Sieht so aus wie ein Argentinien-Trikot. Aber ist von Racing Club. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Aber ich denke, ich werde erstmal bei dem Atletico Madrid-Trikot hier bleiben. Dann Molten Road haben wir natürlich noch zur Auswahl. Und ich gucke mal, was ich hier noch für Bälle gezogen habe. Hier haben wir auch nochmal das von Racing Club gezogen. Und auch noch eins von Granaten. Nee, das waren die von eben, glaube ich sogar. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir noch zwei neue Bälle gezogen. Die sehen auf jeden Fall besser aus als der pinke Ball, den wir im Moment haben. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall den gelben nehmen, weil der grüne sich nicht wirklich von dem Stadion oder von dem Rasen im Stadion abhebt. Somit denke ich, werde ich den gelben hier mal schön aktivieren. Denke ich auch kein schlechter Ball. Sieht ganz okay aus. Und somit auch die sechste Aufgabe jetzt geschafft. Und das soll jetzt mal für diese Folge gewesen sein. Mehr denke ich, nee, mehr haben wir nicht, dass wir machen können. El Monumento ist immer noch unser Stadion. Und somit gehen wir dann zurück. Und ich würde, wie gesagt, diese Folge jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Folge von
FIFA Ultimate Team oder FIFA 14 Ultimate Team hier auch direkt in der Vollversion zu sehen. Es ist, glaube ich, jetzt die vierte Folge gewesen. Genau, vierte Folge ist es gewesen. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit dem anderen Team, spielen wir ein Spiel mit dem und mal sehen, wie wir uns dann letztendlich auch mit dem schlagen werden, ob wir vielleicht noch, ich weiß noch nicht genau, ob ich ein Spiel in der Online-Saison spiele oder ob ich offline spiele. Werden wir mal sehen, aber ich denke, das wird in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch FIFA 14 habt und dass ihr es schön so oft spielen könnt und so lange spielen könnt wie ich. Ich bin schon richtig glücklich, dass ich jetzt das machen kann. Ja, denke ich, werde meinen ganzen Tag dafür opfern. Und ja, wie gesagt, dann habt noch Spaß mit FIFA 14 und wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem anderen Team. Und ja, dann habt noch viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Haut rein!